In diesem Video stelle ich euch diesen schicken Soma-Würfel vor. Der hat Magnete in den Teilen, sodass die Teile wirklich gut ineinander passen und nicht mehr auseinanderfallen. Im Set mit dabei sind solche Karten. Diese Karten zeigen uns Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeiten. Hier die Schwierigkeit mit 3 Sternen bedeutet, man muss aus diesen Teilen genau dieses Bild hinkriegen. Sehr schön, dass man hier verschiedene Aufgaben machen kann, nicht immer nur den vollständigen Soma-Würfel lösen muss. Ich zeige aber mal den ganzen Soma-Würfel, wie der zu lösen ist. Das sind diese Teile. Ich selbst beginne immer mit den komplizierten Teilen, mit dieser Ecke hier und mit einem Teil, ja, das aussieht wie ein geschwungenes S, und füge sie so hinzu, dass sie beide hinten einen Turm haben. Nehme dann dieses Stück, das in der Mitte einen Teil hat, und gebe das vorne hin. Das ist immer meine Anfangslage, also Ausgangslage. Dann nehme ich das S und versenke es. Und jetzt ist es relativ einfach, hier diese Ebene noch vollständig zu bauen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel zuerst mal schauen, dass wir den zweistöckigen hier mal versenken. Und ja, jetzt könnte man zum Beispiel das lange Teil hier einfügen und dann das kleine Teil noch. Zum Lösen des ganzen Soma-Würfels gibt es mehrere Möglichkeiten. Das war jetzt nur eine Möglichkeit, die ich immer auf die Schnelle so mache. Aber ganz cool sind auch diese Karten. Wir können da mal etwas Einfaches machen. Zum Beispiel diese hier. Da nimmt man sich diese 3 Bauteile heraus. Also wir brauchen die S-Form, das L und den kleinen Haken. Und müssen jetzt das hier nachbauen. Da sehe ich zum Beispiel vorne, sehe ich schon dieses L-Teil. Das könnte ich hier so nehmen. Dann wäre das S-Stück. Und ich müsste hier hinten noch das kleine L zur Vervollständigung anbringen. Dann hätte ich jetzt dieses Teil hier nachgebaut. Das war eine einfache Aufgabe mit 2 Sternen.